nachdem ihr ja gesehen habt, wie ich meine Tasche gepackt habe, war übrigens größtenteils umsonst. Ich durfte gerade eben dann die ganze Tasche nochmal umpacken, weil ich vergessen habe, dass wir jetzt eigentlich zuerst zu jemand anderes gehen und dann aufs Mira Luna. Das heißt, wir schlafen heute Nacht noch gar nicht auf Mira Luna, habe aber den Schlafanzug so ziemlich weit unten eingepackt. Ja, ich bin jetzt mit dem lieben Lex hier, der ist gerade am Autofahren. Hi! Und ja, wir wollten uns einfach mal kurz melden und ja, sind wir schon hinterm Flughafen durch. Morgen müssen wir dann früh aufstehen, noch Nahrungsmittel kaufen. Ravioli, juhu! Yay! Typisches Festivalessen, Dosenravioli, Bier, Dosenravioli und vielleicht mal ein billiges Steak. Ja. Ich habe mir 3 Äpfel eingepackt. Vitamine! Jo, genau. Also, ich glaube zukünftig vielleicht das Schlafzeug doch mal ganz oben drauf packen. Das war's auch schon. Bye, bis zum nächsten Video. So, hallo, wir melden uns von der Fahrt. Wir sind seit 3 Stunden unterwegs. Eine Stunde haben wir noch vor uns. Die Parkplätze sind inzwischen überschwemmt. Das heißt, wir müssen jetzt einen Ausweichparkplatz benutzen. Dürfen dann 25 Minuten zum Gelände laufen. Alternativ gibt es auch irgendwelche Busse, keine Ahnung. Aber schätzungsweise laut unseren Sachen dürfen wir bestimmt 3-mal laufen. Wir sind über Land gefahren und wir fahren jetzt gleich irgendwie wieder auf eine Autobahn. Wollt ihr auch noch irgendwas sagen? Ich hasse mein Leben! Du hast dein Leben, wieso? Weil ich seit 3 Stunden an deinem Wohnwagen herfahre. Ein Wohnwagen, hier vorne. Ja, es regnet ein bisschen, man sieht glaube ich nicht so viel. Möchtest du noch irgendwas sagen, Jan? Nö. Ganz still. So, ja, hier sind noch unsere schönen Sachen, alles bis oben hin vollgepackt. Hier ist noch ein bisschen mehr Zeug. Und hier sitze ich ganz klein eingequetscht. Gute Nacht. Ich habe schon die Hälfte geschlafen und dir erst gespielt. Ich auch. Du bist am Auto gefahren, du kannst nicht schlafen. Sag ich doch. Ja, und hier seht ihr eine wunderschöne Landschaft, wo auch immer wir gerade sind, keine Ahnung. In Hebenhausen. In Hebenhausen. Grüße an Hebenhausen! Bis später, wir melden uns dann, wenn wir entweder im Zelt sind oder wenn wir gerade am Sterben sind. Peace! So, ich melde mich, wir sind immer noch unterwegs. Jetzt kommt ein kleines Mimimi-Video, ganz schlimm. Die Ersatzparkplätze sind jetzt irgendwie voll, jetzt müssen wir noch weiter wegfahren. Und jetzt fahren wir eine halbe Stunde mit dem Bus irgendwie dahin oder irgendwie sowas. Und ja, mit unserem Zeug. Ihr habt eine Kackstraßenverkehrsordnung. Und wir haben uns verfahren, keine Ahnung. Mi, ich will doch einfach nur in mein Zelt, in meine Isomatte, in meinen Schlafsack und kuscheln. Und vielleicht irgendwie noch was zu Abend essen. So, eventuell. Naja, ich melde mich mal, wenn wir einen Parkplatz gefunden haben, eventuell, wenn nicht, wenn wir unser Zelt erreicht haben. Falls das irgendwie noch möglich heute ist. Yay! Wollt ihr noch irgendwas sagen? Nö. Okay, wir melden uns später wieder. So, dann sage ich mal guten Morgen, melde mich. So, nochmal zu gestern. Wir mussten ja dann mit dem Bus hochfahren, dann durch den ganzen Schlamm laufen. Das war nicht schön. Haben es trotzdem irgendwie geschafft. Das Zelt war dann, also wir haben es einem Bekannten mitgegeben. Die haben das aufgebaut, das war dann irgendwie viel zu klein und ist dann auch direkt beim ersten Mal aufbauen schon direkt kaputt gegangen. Scheiße war's. Dann sind die Jungs nochmal runtergefahren, um die anderen Sachen zu holen. Und ja, dann standen sie unten 3 Stunden mitten im Regen fest. Die Sachen sind total durchnässt gewesen. Also mein kompletter Schlafsack war nass. Ich hatte jetzt lediglich diese kleine Decke, hab die ganze Nacht gefroren. Das Zelt war dann auch nass. Und wir haben dann noch eine Plane drüber. Das ist jetzt das Vorratszelt. Wir schlafen jetzt beim Kumpel mit dem Zelt. Das haben wir zu dritt in diesem Zelt hier geschlafen. Und ja, mir war eigentlich wirklich schon danach nach Hause zu gehen. Viele sind gestern nach Hause gegangen. Ich meine, wenn ich unten gestanden hätte im Regen, wäre ich wahrscheinlich auch nach Hause gegangen. Wir waren dann bei Bekannten im Zelt. Wir Mädels sollten oben bleiben. Ja, total arschkalt. Die anderen sind jetzt irgendwie aufgestanden, haben was weiß ich schon was alles gemacht. Ich habe mir dann noch mal einen Schlafsack von dem anderen genommen. Habe mich noch mal eingekuschelt, habe jetzt gerade noch mal 3-4 Stunden irgendwie ein bisschen geschlafen. Ja, was noch? Ja, ich ziehe mich jetzt gleich um. Dann gehe ich auch erstmal frühstücken. Ich lasse die Haare so, weil die sind total, dadurch, dass sie jetzt gestern nass geworden sind, total unförmig geworden.
wollte eigentlich schöne Locken haben, aber das klappt jetzt nicht so ganz. Aber wir ziehen jetzt mal die restlichen Kleider an. Meine dicke Strumpfhose von gestern ist komplett durchnässt. Dadurch, dass es im Vorratszelt so nass war und ich mich reingekniet habe. Und ja, war nicht so schön. Ich hoffe, dass die restlichen Strumpfhosen ausreichen, um mich warm zu halten. Wenn nicht, habe ich halt einfach echt gelost. Heute früh habe ich sowieso totale Halsschmerzen gehabt. Die Nase war zu. Ja, das war so jetzt mal das Feedback von heute früh. Ich melde mich später nochmal, wenn ich mich umgezogen habe. Bis dahin, peace.
sind gut. Gut, gut, weil wir laufen gut. Auch Antwort und Klimafrei sind gut. Wovon einem klingt es, wovon einem klingt es. Auch Antwort und Klimafrei sind gut. Gut, gut, weil wir laufen gut. Auch Antwort und Klimafrei sind gut. Wovon einem klingt es, wovon einem klingt es.
hier auf dem Meralona, Tag 2 von 2. Nein, lass mich doch durchmachen. Ich kann es doch schneiden, wie ich will. Aber nicht mit dem Wort. Egal, dann mache ich einen Stabilis. Egal, das ist doch eh nur ein Vlog-Video. Das soll authentisch sein. Hallo Menschen, ich bin auf Meralona. Alles ist nass, ekelhaft und matschig und schlammig. Und ich bin so froh, dass ich Gummistiefel gekauft habe, weil gestern bis hierhin ich im Wasser stand. Ich hoffe, man hat es gesehen. Ich melde mich später nochmal. Da gab es so komisches Brot. Hallo, ihr im Zelt. Schön, dass ihr da seid. Das läuft übrigens den ganzen Tag schon so. Ganzen Tag? Ganzes Wochenende? Das ganze Wochenende. Entschuldigung, danke. Ach so, mir ist gerade eben noch eine Band eingefallen, die ich ganz gut fand. Das war Subway to Sally. Das hat gerockt. Yay! Das da ist unser eigentliches Zelt, wo ich gesagt habe, was überschwemmt worden ist. Das ist unsere Unterkunft. Ja, wir. Sieht man das überhaupt? Keine Ahnung. Er guckt auch drauf. Hier sehen Sie den Arsch von Alice. Da, Bier! Das muss alles heute noch weg. Und Klopapier. Das war aber wie bei... Guten Morgen, meine Lieben. Tag 2 von 2 auf dem Meralona. So, was habe ich gestern alles erlebt? Wir sehen hier einen lachenden, frühstückenden Lex. Norm. Warum hast du jetzt gelacht? Ich hab's wieder so gesagt. Das ist das 10. Mal, dass du so sagst. Also ihr müsst wissen, ich habe davor schon ein paar Videos gemacht, die ich nicht nutzen werde, weil ich zu oft so gesagt habe. So. Das ist wie Genau. Also, was ich gestern alles erlebt habe. Ich habe mir 4 Bands angesehen. 2 davon fand ich nicht so toll. Dann gab es noch 2, die fand ich toll. Das war Subway to Sally und Korn, aber bei Korn bin ich trotzdem gegangen, weil es war so nass. Da war ein Fluss, also da war wirklich so ein kleiner See mitten in der Menge von dem ganzen Schlamm. Es hat total geregnet, also ich bin froh, dass ich mir kurz vorher nochmal Gummistiefel geholt habe, weil, ich zeig's euch mal, so kann ich es selbst sehen. Meine Füße waren bis hierhin nass. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt dort leckeres Essen. Ich habe mir auch schon ein paar Merchandising-Sachen da angeguckt. Da gibt es auch viele coole Kleider. Deswegen gehe ich heute noch mal wahrscheinlich shoppen, kaufe mir 1 oder 2 Kleidchen. Was gibt es noch zu sagen? Erzähl du noch irgendwas. Fertigessen von Maggi schmeckt jetzt nie so geil. Das ist unser Frühstück. Wobei ich mich heute früh mit einem Wasserkanister geduscht habe. Geduscht habe. Ich bin voller Matsch. Ich habe eine Zerrung in der Schulter. Ich finde es geil. Aber für solche Fälle habe ich ja Thermacare dabei gehabt. Vielen Dank an Thermacare. Da merkt man auch, dass man langsam alt wird. Mit 13, 14 geht man in die Stadt, um sich für ein Festival vorzubereiten und kauft Bier, Steak, Kondome, Stuff. Und in unserem Alter geht man in die Stadt und holt sich Neuragin, Oropax, Thermacare. Ich habe ein zweites Oropax-Dinger verloren. Ich habe mir extra so voll welche Kohle gekauft aus der Apotheke für 13 Euro. Das sind so, die kann man mit so einem Ding dann auch da rein tun. Also so voll die ergonomischen und wirklich schalldichten und sowas. Jetzt sind die weg. Das ist dumm. Ich melde mich wieder, wenn es irgendwas Neues gibt. Spätestens auf der Heimfahrt wird es stressig, wenn wir sind ja auf dem Ausweichparkplatz und mal gucken, wie die Scheißbusse fahren. Dann bis später. Wir waren jetzt gerade eben, haben wir unsere erste Fuhre zurückgebracht. Jetzt müssen wir gleich nochmal hoch die zweite Fuhre zurückbringen. 1,5 verfickte Stunden. Wir sind schon lange unterwegs, richtig genervt, haben überhaupt nichts mehr vom zweiten Tag. Wir mussten ungelogen 25 Minuten zum Shuttlebus hinlaufen. Ist halt völlig für den Arsch, weil der zweite Tag ist für nichts und ja. Ich melde mich später. Wir gehen jetzt nochmal kurz hoch, wenigstens noch ein Konzert oder so angucken. Oder nochmal kurz über den Mittelaltermarkt laufen. Und dann müssen wir auch schon wieder runter, weil wir fahren jetzt so lange mit dem Bus und müssen erstmal noch hinlaufen. Bis später! Ich filme! Hi, wir sind jetzt auf der Heimfahrt. Wir sind dann mit dem Bus ja runtergefahren, sind dann mit dem Auto in die Nähe vom Gelände gefahren, damit wir nicht nochmal mit dem Bus zurücklaufen müssen, was einfach echt dumm ist.
ja, waren dann noch auf Mono Inc. Konzert und auf Schandmal. Also ich war da noch einigen Ständen, habe mir auch was Schönes gekauft. Zum Beispiel dieses Kätzchen hier. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber es glänzt so ein bisschen. Es glitzert. Ja, ein bisschen sieht man es glitzern. Bei Mono Inc. bin ich eher durch die Menge gelaufen und bei Schandmal stand ich direkt dann auch ziemlich weit vorne in der Bühne. Ja, meine Füße tun weh. Ich freue mich aufs nach Hause kommen, auf eine Badewanne. Ich muss irgendwie die Gummistiefel noch säubern. Ja, also alles in allem viel zu stressig für Festival. Vor allem viel zu laufen. Ja, das Zelt war auch scheiße. Das haben wir jetzt direkt weggeschmissen gehabt. Wir fahren gerade irgendwo durch die Innenstadt. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Mit Navi kann man sich nicht verfahren. Okay, mit Navi kann man sich nicht verfahren. Ja, habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Ich freue mich jetzt auf eine vierstündige Heimfahrt. Wird lustig, so mit 3 Tage ohne Schlaf. Du bist unscharf des Todes, aber okay. Ich habe Matsch zwischen den Augen. Ja, wir haben alle Matsch irgendwo. Okay, ja, ich melde mich dann, wenn ich das Video bearbeite, um nochmal Schlusssätze zu sagen. Nach 400 Metern. Also wenn es nächstes Jahr genauso sein sollte, dann, ouch. Oh Gott, der Seesack kippt irgendwie um. Oh, ich finde es gut, ich sehe was. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Du wolltest es noch nachbearbeiten. Ja, genau. Wenn ich das Video bearbeite, gebe ich ein generelles Feedback nochmal ab, weil jetzt bin ich gerade einfach nur scheiße und für mich käme das jetzt nächstes Jahr nicht nochmal in Frage. Scheiße. Matschig, nicht scheiße, sorry. Erst auch Peace.